Die Verkaufsauftragsbearbeitung nach dem dynamischen Prinzip geht nicht davon aus, dass der Verkaufsauftrag manuell angelegt werden muss, sondern dass er durch eine EDI-Übertragung aus einem Fremdsystem automatisch bei uns generiert wurde. Das wollen wir kontrollieren. Die Summe aller Verkaufsaufträge, hier der Auftrag 3057, ist der vom System per EDI generierte Auftrag. Es betrifft wieder unseren Debitoren 10.000. Wir sehen hier, dass er durch einen EDI-Auftrag entstanden ist. Wir sehen das gewünschte Lieferdatum, den 15.02. Und wir sehen, wie in früheren Beispielen, unsere Artikel 1111, 1200, 1300 in der jeweiligen Bedarfsmenge von 100. Auch hier ist die erste Ampel wieder auf Rot, da die Repackträger in der Menge 100 nicht am Lager sind. Der nächste Akt ist die Auftragsplanung, die Nettoplanung, um zu ermitteln, welche Bedarfe sich aus den vorliegenden Aufträgen ergeben. Das System hat unseren Auftrag 3057, den Artikel 1111, in der Menge 70 erkannt. Er soll eingekauft werden beim Lieferanten 20.000. Diesen Bestellvorschlag setzen wir in eine Bestellung um. Das heißt, wir wählen nur aus, mach eine Bestellungssystem. Das System generiert die Bestellung, wiederum kein manueller Akt. Und wir wollen hier lediglich kontrollieren, ob es stimmt, was ich gesagt habe. Das heißt, gibt es diese Bestellung in der Menge bei dem Lieferanten? Ja oder nein? Wir kontrollieren die Bestellung 20.00.36 bei der Fahrerteile AG ist tatsächlich für den Artikel 1111 Gepäckträger in der Menge 70 bestellt worden. Wir wollen die Menge manuell auf 100 aufrunden. Natürlich ist der Mensch in jedem Falle bei allen Vorschlägen und Automatismen letzte Instanz. Ein späterer Akt aufgrund der Bestellung wird irgendwann sicherlich der Warenzugang der erwarteten Bestellung ins Lager sein. Wir wollen es aber jetzt hier nicht mit einem manuellen Buchungsvorgang machen, sondern wir wollen die Wareneingangsbestandsfortschreibung anhand und auf Basis unserer Bestellung durchführen. Natürlich müssen wir dafür dem System eine Kreditorenrechnungsnummer sagen, denn wir schließen ja gleich auch den Regelkreis der Finanzbuchhaltung mit. Wir werden dem System sagen, um welchen Artikel es sich handelt, natürlich schon vorgegeben aus der Bestellung. Und wir brauchen, wenn es zu keiner abweichenden Mengeneinbuchung kommt, diese Bestellung nur noch buchen. Wir wählen die Funktion Liefern und Fakturieren. Das heißt, jetzt werden Bestände gebucht, jetzt werden Statistiken gebucht und die OPs in die Finanzbuchhaltung. Die Ware, die Gepäckträger, sind also jetzt im Lager verfügbar. Und wir wollen das und wir müssen das sicherlich kontrollieren, wenn wir unseren Verkaufsauftrag zur Lieferung freigeben wollen. Dafür gehen wir in den uns bekannten vom System erzeugten Verkaufsauftrag, wählen unseren Auftrag aus und sehen mit einem Blick, dass die erste Position, unser Artikel 1111, der Gepäckträger, jetzt eine gelbe Ampel hat. Warum? Weil durch unsere Wareneingangsbestellung natürlich jetzt unserer Bedarfsmenge von 100 ein Lagerbestand von 100 gegenüberstehen. Nun wollen wir diesen Verkaufsregelkreis ebenfalls schließen, indem wir liefern und fakturieren. Jetzt werden wiederum die Bestände aus dem Lager gebucht, die Debitorenstatistiken werden geschrieben.